Traditionell viele Ehrengäste konnte die IHK zu Schwerin am Dienstag zum Jahresempfang begrüßen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel thematisierte in seiner Gastrede drängende Sorgen der mittelständischen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Beispielsweise müssten ihm zufolge die Ost-West-Unterschiede angesichts der bald wegfallenden Solidarzuschüsse endlich beseitigt werden. Zum Thema Russland bestärkte der Minister die Notwendigkeit von Verhandlungen, aber ebenso auch Sanktionen. Das Festhalten der Landesregierung am Russlandtag sah er nicht als Fehler. Für viele Themen wie etwa Breitbandausbau und andere infrastrukturelle Fragen seien auch die Unternehmen in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten. Es gibt wirklich Wissenschaftler, die errechnet haben, dass man zwischen 7,2 und zwischen 12 Milliarden pro Jahr braucht, wenn unsere Infrastruktur wettbewerbsfähig bleiben soll. Und Infrastruktur ist mit das Wichtigste in einer Industrienation wie bei uns. Und deshalb muss da mehr Geld reinkommen. Da das Land aber nicht mehr Geld hat, also die Bundesrepublik, gibt es eigentlich nur für mich jedenfalls, und er hat es ja auch so angesprochen, gibt es nur eine Möglichkeit. Man soll öffentliche, private Partnerschaften suchen. Mit öffentlichem Geld ist das alleine nicht zu schaffen. Deshalb brauchen wir diese ÖPP und die würden dazu führen, dass man dann wirklich die Infrastruktur mit großem Geld versorgen kann. Traditionell waren auch die Geschenke an die Ehrengäste. Dieses Mal Kompass, Anker und Rettungsweste. Und ein besonderer Dank an die frisch gebackenen Väter für ihr Engagement gegen den demografischen Wandel.